Hallo zusammen, grüßt euch, ihr Lieben. Es geht heute nochmal um das ÖSD-Zertifikat C1, um das Modul Schreiben. Und ihr wisst ja, es gibt da zwei Aufgabenteile. Ihr habt da insgesamt 90 Minuten für Zeit. Und hier geht es um diesen ersten Teil. Das ist dieser formelle Text, den ihr schreiben sollt. Es geht also eben sehr stark um eine höfliche und formelle Ausdrucksweise. Wir schauen uns jetzt genauer mal die Aufgabenstellung an und fangen direkt an. Also hier seht ihr das Blatt, auf dem ihr dann euren Text schreiben sollt. Hier oben ist dann wieder der Name. 15 Punkte könnt ihr hierfür bekommen insgesamt. Und das ist ja eine Antwort auf eine E-Mail, die vorgegeben ist. Schauen wir ja gleich drauf. Na, ihr habt hier dieses DIN A4 Blatt und unten steht noch: Schreiben Sie bei Bedarf auf der Rückseite weiter. Also tatsächlich ist es so, dass man es dann einfach umdreht und den Rest hier weiterschreibt. Ja, schauen wir uns direkt erstmal die Situation an. Sie haben sich telefonisch für ein Seminar angemeldet und erhalten nun eine E-Mail der Seminarassistentin Andrea Knaller. Das bedeutet jetzt ja auch, dass wir an Frau Knaller unsere Antwort-E-Mail dann verfassen. Als Vorbereitung für die Antwort haben Sie sich auf dem Ausdruck schnell ein paar Notizen gemacht. Ja, das sind diese Notizen, die aber auch schon vorgegeben sind. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ihr das hier geschrieben habt, so ganz schnell. Und das ist auch ganz stichwortartig verfasst hier. Oh je, leider vergessen, nichts bekommen. Ne, ihr seht schon, das sind gar keine richtigen ausführlichen Sätze, sondern da geht es ja darum, dass ihr das, was hier steht, selbst nachher in euren Text übernehmt und natürlich in eine höfliche und formelle Weise dann ausdrückt. Und dann geht es eben hier weiter. Das ist diese Vorgabe, also diese E-Mail, die ihr jetzt bekommen habt. Ja, sehr geehrte Frau, das seid ihr so gesehen hier selbst. Sie haben sich vor 2 Monaten telefonisch zur Fortbildung Körpersprache und Rhetorik am 30. August angemeldet. So ist die Situation. Allerdings haben wir Ihre Anmeldung bisher nicht, wie ursprünglich vereinbart, in schriftlicher Form erhalten. Ja, es ist also so, dass ihr diese Fortbildung machen wollt. Wir werden gleich sehen, eigentlich machen müsst. Das steht dann weiter im Text. Und ihr habt euch dafür telefonisch angemeldet. Und eigentlich sollte es so sein, dass ihr auch in schriftlicher Form auch noch mal eine Anmeldung hättet schicken sollen. Das habt ihr aber nicht gemacht. So ist also diese Problematik, sage ich mal hier. Und hier steht jetzt eben dieses: Oh je, leider vergessen. Also was habt ihr vergessen? Ihr habt vergessen, eure Anmeldung noch mal schriftlich zu formulieren und zu schicken. Und da habe ich jetzt Folgendes formuliert. Gut, dann beginnt euer Text hier oben mit der Anrede. Sehr geehrte Frau Knaller, vielen Dank für Ihre E-Mail bezüglich, das wird so abgekürzt, also ich beziehe mich auf das Thema, bezüglich der Fortbildung Körpersprache und Rhetorik. So heißt ja das Seminar, für das ihr euch angemeldet habt. Jetzt steht ja hier: Oh je, leider vergessen. Und da habe ich jetzt mal diese Idee formuliert. Aufgrund meines Umzugs in eine neue Wohnung habe ich nicht mehr daran gedacht, Ihnen meine telefonische Zusage auch schriftlich zu bestätigen. Ja, weil ihr könnt natürlich nicht einfach schreiben, es ist irgendwie ein bisschen unhöflich zu schreiben, tut mir leid, ich habe das vergessen. Das ist so ein bisschen wenig, weil die Sache ist ja dazu zu wichtig. Und es ist natürlich schön, wenn ihr auch dann einen Grund nennt, der natürlich hier eurer Fantasie entspringt. Also irgendeinen Grund nennt, der
wichtig genug ist, dass es dann so ist, dass ihr es eben vergessen habt. Ne? Also klar, ihr habt es vergessen, aber ihr müsst es irgendwie formulieren, dass es auch ein guter Grund ist. Und insofern habe ich das hier mal mit einem Umzug begründet. Und dann schaut ihr direkt weiter hier. Das ist schon alles zu diesem ersten Teil. Ne? Dann geht es hier weiter. Bereits vor 4 Wochen, das ist eben die E-Mail, die ihr ja in der Aufgabe habt, bereits vor 4 Wochen haben wir sie daher schriftlich aufgefordert, uns ihre Anmeldung per Post oder E-Mail zuzuschicken. Leider haben sie darauf nicht reagiert. Und da habt ihr wieder hier diese kleine Notiz, nichts bekommen. Also die Situation ist so, dass ihr diese E-Mail nicht bekommen habt, beziehungsweise hier diese Anmeldung per Post nicht bekommen habt, dass man nochmal, also dass ihr nochmal euch bitte per E-Mail anmelden sollt. Das haben die ja nicht bekommen. Und gut, hier steht, leider haben sie darauf nicht reagiert. Und der Grund dafür, der steht dann eben hier, ihr konntet nicht darauf reagieren, denn ihr habt das nicht bekommen. Ne? Ich habe das dann weiter im Schreiben so formuliert. Ihr Erinnerungsschreiben habe ich leider nicht erhalten. Ja, das ist ja ein Synonym für etwas bekommen oder etwas erhalten. In dem Fall habe ich ja diese Information nicht erhalten und konnte deshalb nicht darauf reagieren. Vielleicht wurde Ihr Brief versehentlich, also unabsichtlich, ne, versehentlich, an meine frühere Adresse gesendet. Das ist jetzt einfach mal meine Idee, weil die Idee war ja, dass ich umgezogen bin und dass das vielleicht jetzt der Grund dafür sein könnte, dass dieses Schreiben von Frau Knaller vielleicht an die falsche Adresse, an eben die frühere Adresse gesendet wurde. Und ja, das ist auf jeden Fall in sich schlüssig. Dann geht es in der Aufgabe weiter. Hier steht, wir müssen Ihnen daher heute mit Bedauern mitteilen, ja, das bedeutet, dass es denen leid tut, dass wir den Platz nicht länger für Sie reservieren konnten und an einen anderen Interessenten vergeben haben. Okay, das ist jetzt natürlich ein Problem. Ihr wollt nämlich, hier steht's, das ist unmöglich, also es ist unmöglich, warum der Chef, also euer Chef, verlangt die Teilnahme noch in diesem Monat. Ja, das ist jetzt also diese große Problematik, die ihr habt. Und der Platz, den ihr eigentlich telefonisch gebucht hattet für das Seminar, der ist aber jetzt schon vergeben. Und darauf könntet ihr so antworten. Ich möchte Sie höflich bitten, mir die Teilnahme am Seminar trotz der Umstände, also trotz der Problematik, zu ermöglichen, da mein Chef von mir erwartet, dass ich die Fortbildung noch in diesem Monat absolviere. Ja, also hier steht ja, bei der Notiz steht, der Chef verlangt die Teilnahme noch diesen Monat und ich habe es etwas umformuliert hier, da mein Chef von mir erwartet. Ja, also er möchte das unbedingt. Ich muss diese Fortbildung also unbedingt in diesem Monat machen. Aber machen ist jetzt nicht so ein schönes Wort, deshalb man absolviert eine Fortbildung auch. Und das ist eben dann ein etwas schönerer Wortschatz. In der Aufgabe geht es dann mit diesem Text weiter. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir wegen der großen Nachfrage unverbindliche Anmeldungen, ja, die empfinden das als nicht feste Anmeldung, dass ihr das nur telefonisch gemacht habt, nicht länger berücksichtigen können. Und eure Notiz dazu hier in der Aufgabe heißt, was heißt hier unverbindlich?
hab doch zugesagt, also ich habe doch zugesagt, Telefon, ne? Also da nehmt ihr jetzt nochmal Bezug drauf, denn das ist ja hier oben auch schon mal gesagt, ne? Sie haben sich vor 2 Monaten telefonisch zur Fortbildung angemeldet. Das müsstet ihr jetzt hier nochmal besonders ausformulieren. Dazu habe ich dieses geschrieben. Die hohe Nachfrage oder die hohe Nachfrage an dem Seminar könnte man auch schreiben. Ich habe das weggelassen, weil es sowieso klar ist, dass es hier die ganze Zeit um das Seminar geht. Die hohe Nachfrage ist mir bewusst und natürlich müssen Sie alle verfügbaren Plätze vergeben. Also ich komme dieser Frau Knaller etwas entgegen und zeige, dass ich natürlich ihre Situation auch verstehe. Jedoch war ich der Auffassung, dass Sie meine telefonische Zusage berücksichtigt haben. Ja, aus meiner Perspektive war es so, dass es damit genug war, also dass diese telefonische Zusage ausgereicht hat, um mich für dieses Seminar anzumelden. Dann geht es in der Aufgabe weiter mit diesem Text. Falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt an unserem Seminar teilnehmen möchten, so würden wir uns freuen, Ihre Anmeldung für den nächsten Termin am 27. November entgegenzunehmen. Das ist ja jetzt sehr freundlich, weil die Frau Knaller eben einen neuen Termin nennt, wann wir da den nächsten Termin für dieses Seminar buchen können. Aber hier ist auch wieder das Problem, viel zu spät, ne, für uns viel zu spät, bringt mir dann nichts mehr. Das ist jetzt natürlich sehr umgangssprachlich ausgedrückt, aber es nützt mir nichts. Will ursprünglichen Termin. Okay, ich will das, aber so kann ich es natürlich nicht formulieren und eben genau diese Sache hier muss ich in einer höflichen und formellen Weise jetzt in meinem Text umsetzen. Gut, und das habe ich jetzt so formuliert. Ihr Angebot, zu einem späteren Termin am Seminar teilzunehmen, ist sehr freundlich von Ihnen. Also man berücksichtigt das, dass es ein Entgegenkommen ist. Und leider benötige ich die Fortbildung unbedingt früher, ja, also zu einem früheren Termin, da ich sonst nicht am geplanten Projekt meines Arbeitgebers beteiligt werde. Also ich zeige jetzt hier nochmal, dass das für meine berufliche Situation sehr, sehr wichtig ist, also dass ich diesen Termin unbedingt brauche. Und unterstreiche das hier nochmal. Und das ist natürlich jetzt hier meine Fantasie entsprungen, da ich sonst nicht am geplanten Projekt meines Arbeitgebers beteiligt werde. Also das hat eine Folge, die jetzt schwer wiegt, ne, in meinem Berufsleben. Okay, jetzt habt ihr zu den Notizen, zu allen Notizen etwas geschrieben und dann kommt zum Schlussteil, der ist auch sehr wichtig. Bitte überdenken Sie noch einmal Ihre Entscheidung. Also ich bekräftige das, wie wichtig mir das ist. Natürlich in einer sehr höflichen Form. Möglicherweise wäre der neue Interessent dazu bereit, den nächsten Termin in Anspruch zu nehmen. Ja, das bedeutet, Frau Knaller hat ja gesagt, sie hat den Termin an einen anderen Dozenten vergeben. Also jemand anders hat diesen Termin bekommen. Und ich mache jetzt auch ihr einen Vorschlag, nämlich diesen hier, dass dieser neue Interessent vielleicht auch bereit ist, so gesehen zu tauschen. Also, dass der eben den späteren Termin nimmt und in Anspruch nimmt und ich könnte dann, also wir oder ihr, wir könnten dann den wichtigen, für uns wichtigen Termin bekommen. Ne? Also so habe ich es jetzt mal formuliert. Das passt hier eigentlich ganz gut. Dann noch einmal so allgemein zum Schluss hier. Ich möchte mich vielmals für das Missverständnis entschuldigen und würde mich über eine positive Antwort von Ihnen sehr freuen.
Ja, ganz zum Schluss dann noch mit freundlichen Grüßen. Das ist mein Fantasiename, Desna Kumari. Ja, hier bezeichne ich diesen ganzen Vorgang als Missverständnis und betone auch nochmal, dass ich selbst ja da der Auffassung war, ich habe mich ordnungsgemäß angemeldet und dennoch entschuldige ich mich für diese Lage oder für dieses Problem und zeige hier nochmal, wie sehr es mich freuen würde, wenn jetzt eine positive Antwort, sprich also die Zusage dafür kommt, dass ich doch an diesem Seminar teilnehmen könnte. Ja, das ist erstmal hier eine Idee zu dieser Aufgabe. Ihr müsst bedenken, dass dieser Text für die Aufgabe 1 kürzer ist als der Text, den ihr in der Aufgabe 2 schreiben sollt. Denn für den Aufgabenteil 2 sollt ihr ja wirklich mindestens 250 Wörter schreiben. Jetzt hat dieser Text für diesen formellen Text dieser Aufgabe 1 hier 190 Wörter, das würde ich sagen, reicht. Ihr seid da aber dann automatisch, wenn ihr zu jeder Notiz natürlich einen eigenen ein, zwei Sätze, zwei, drei Sätze plus den Schlussteil und ja auch die Einleitung schreibt. Ne? Ihr kommt dann so ganz automatisch auf die richtige Textlänge. Ihr müsst ja auch auf die Zeit achten und ja, ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Würde mich freuen, wenn es euch hilft und ich freue mich fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.